So. Herzlich willkommen, Babys und Genitalmen. Es ist mir eine sehr große Ehre, hier jetzt was vom Stapel zu lassen, was sich in der letzten Woche irgendwie ergeben hat. Und zwar habe ich ja schon vor 3 Jahren irgendwann auf die Frage, was ich denn am 24.12.2012 machen würde, geantwortet mit: Ich werde weltweites Family Christmas 2012 feiern. Ja, und wie das so ist, wenn man einfach Dinge sich mal entwickeln und ergeben lässt, hat sich jetzt eine Location gefunden, wo nicht nur ich, sondern ganz viele von uns das auch machen können. Wer ein bisschen schon aufgepasst hat, hat es mitbekommen. Wir fahren nach Spanien. Und zwar geht's Anfang Dezember los. Peace Trail mäßig, natürlich. Da nochmal die Frage in den Raum: Wer ist allen Ernstes davon ausgegangen, dass der Peace Trail vorbei ist? Bloß weil er nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Natürlich geht der Peace Trail weiter. Der ist nie unterbrochen worden. Aus dem Peace Trail heraus ist das Freiraumprojekt entstanden, das Wir sind hier Projekt oder diese Wir sind hier Geschichte, das hat alles Peace Trail, oder? Das ist alles daraus entstanden und hat sich mit vielem zusammengetan, was dann noch dazugekommen ist und so. Natürlich machen wir den Peace Trail weiter. Und zwar geht es, ich kann gleich mal schauen, aber ich glaube, Bilder zeige ich hinterher noch. Ich belasse es jetzt mal bei den ersten Informationen in diesem Video. Es geht in die Nähe von Cadiz, das ist in der südlichsten Ecke von Spanien, ganz unten in der Nähe von Afrika, nah am Erdkern, wo es noch warm ist. 20 Grad im Winter, wunderschön, 14.000 Quadratmeter Land, die zur Verfügung stehen, wo nicht irgendwie noch was jetzt bezahlt werden muss, was nicht mit irgendwelchen Fixkosten im Monat verbunden ist. Und wir sind eingeladen, dahin zu fahren und ein paar Monate Urlaub zu machen quasi. Und derweil aus diesem Grundstück was Wunderschönes zu machen. Es ist viel Baumbestand drauf, es ist aber auch viel Erde da. Man kann da Baumhäuser bauen, Erdlöcher, Hobbithöhlen, alles. Und es soll natürlich alles nach Möglichkeit im alternativen Baustil gebaut werden. Es ist kein Strom auf dem Gelände. Da könnten wir unter Umständen selber für sorgen, dass sich das ändert. Ansonsten ist auf jeden Fall ein kleiner Bachlauf da. Das heißt, wir haben eine Wasserversorgung soweit erstmal. Ja, und das Ganze soll jetzt so laufen. Die Interessierten sammeln sich auf Facebook. Es wird mit Sicherheit in Kürze eine entsprechende Gruppe geben, in der man sich dann auch bei Interesse einfach einklinken kann. Und dann kann sich das Ganze gemäß unserer Guerilla-Strategie immer alles frei entwickeln. Ja, es gibt keine Obergurus oder sonst irgendwas. Das hier geht jetzt explizit darum, und es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, dass sich hier Leute einfinden, die in der Lage sind, eigenständig zu sein. Ja, letztes Jahr ist es so gewesen, dass ich halt eben in den Süden fahren wollte und mich dann aber ausgeklingt habe, weil sich zum einen was anderes ergeben hatte. So hatte ich die Möglichkeit, da auch irgendwie was anderes zu machen. Was ich dann aber vor allen Dingen getan habe, weil die meisten Leute, die sich letztes Jahr bei mir gemeldet haben, um mit mir in den Süden zu fahren, gedacht haben, ich komme die abholen. Und ja, Leute, mal ganz im Ernst, in der Pearl habe ich Platz für maximal 2 Leute, die ich außer mir noch mitnehmen kann. Und zu dritt in der Pearl schlafen wird schon ein bisschen schwierig. Wie soll ich 15, 20 Leute mitnehmen? Funktioniert nicht. Also hier geht es darum, dass Leute, aber dafür ist dann diese Gruppe da in Facebook, die werden wir dann halt auch, da kann das dann alles organisiert werden, wer mit wem wie hinkommt und solche Sachen. Aber ihr müsst euch selber darum kümmern. Ja, die Pearl ist voll, ist bereits besetzt, kann keiner mehr mitfahren. Mitnehmen habe ich hier schon mal ein bisschen aufgeschrieben: Werkzeuge, Seile, Planen, Folien, Stromaggregate, Tacker. Antje hat gesagt, sie brauchen vernünftigen Tacker. Ja. Nägel, Spaten etc.
All das wird sich alles in der Gruppe dann auch noch klären. Ne? Und ja, es besteht die Möglichkeit, einfach ein paar Monate hinzufahren und dann auf weiteres einfach erstmal. Also wahrscheinlich ist auch das ist ein Freiraum, den wir dann schaffen, der steht dann zur Verfügung. Ne? Und wo wir dann von da aus hinfahren, das ist letztendlich uns selbst überlassen. Und vielleicht finden wir es aber auf diese Weise noch wesentlich einfacher, noch weitere Freiräume dazu zu gewinnen, wo Leute auch sagen, hey, das, was ihr da macht, könnt ihr hier auch machen und dann können noch viel mehr Interessierte dann halt mitfahren. Also lasst uns einfach gucken, was das wird. Nichts vorstellen, keine Erwartungen haben, das ist das Beste, was wir uns da diesbezüglich irgendwie antun können. So einfach mal machen und gucken, was rauskommt. Ja, dann kann auch keiner enttäuscht werden am Ende. Und wenn wir Scheiße gebaut haben, dann sind wir das selber schuld. Dann ist da kein anderer schuld als alle Beteiligten. Und vor allen Dingen immer derjenige, der sagt, irgendwas ist scheiße. Weil in dessen Wahrnehmung ist das dann gerade so. Und nur da kann man es ändern. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt kommt. Ist eine tolle Sache. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um alles so ein bisschen in die Wege zu leiten. Anfang Dezember wäre das sehr sinnig, wenn wir uns irgendwo im Süden Deutschlands auf irgendeinem Rastplatz sammeln an einem Wochenende und dann von da aus losrocken. Ja, das war der Startschuss. Legen wir los. Ich wünsche allen noch alles nur erdenklich Gute. Lebt euer Leben in Frieden. Wenn ihr Sorgen habt, meldet euch. Gucken wir, dass wir Lösungen finden. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Sehr schön.